Diese Meldung ging im November 2018 um die Welt. Der Satiriker Jan Böhmermann wollte von Hamburg nach Bremen fahren, bestieg jedoch den ohne Halt bis Essen durchrauschenden Intercity 2195. Böhmermann klagte dem Zugpersonal sein Leid und der IC hielt im Bahnhof des 2000-Einwohnerdorfes Lauenbrück, sodass der verirrte Promi aussteigen und seine Reise mit der nächsten Regionalbahn fortsetzen konnte. Ich will mich hier gar nicht über den Fauxpas des Herrn Böhmermann lustig machen oder darüber diskutieren, inwiefern er aufgrund seiner Bekanntheit eine Sonderbehandlung genossen hat. Ich möchte vielmehr beleuchten, was hinter den Kulissen geschieht, wenn ein Reisezug dort halten soll, wo er normalerweise durchfährt. Das Zugpersonal darf schließlich nicht nach Gutdünken entscheiden, wo gestoppt wird und wo nicht. Das ist im Fahrplan auf Zehntelminuten genau geregelt. Ein Sprecher der Deutschen Bahn gab an, der zusätzliche Halt des IC sei eine absolute Ausnahme gewesen und entspreche nicht den vorgegebenen Regularien. In der Tat sind Zusatzhalte nur bei hohen Verspätungen oder Ausfall anderer Züge und Anschlussverlusten vorgesehen. Es halten also täglich unzählige Züge außerplanmäßig an irgendwelchen Bahnhöfen, wenn auch in den seltensten Fällen zum Ausstieg eines einzelnen Reisenden, der obendrein selbst verschuldet in diese Situation geraten ist. Die Richtlinien schreiben ein verbindliches Prozedere für den zusätzlichen Halt eines Zuges vor, das im Folgenden erläutert werden soll. Veranlasst wird ein Zusatzhalt in der Regel durch das jeweilige Eisenbahnverkehrsunternehmen, kurz EVU, im Fall Böhmermann die DB Fernverkehr AG. Dabei benötigt der Reisende zunächst einmal die Empathie des Zugpersonals und dessen Bereitschaft, einen außerplanmäßigen Halt anzustoßen, wobei ein bekannter Name sicher keinen Nachteil darstellt. Der Zugführer wendet sich an seine verkehrsleitende Stelle, hier die regionale Verkehrsleitung Fernverkehr in Hannover. Und nun startet der offizielle Prozess gemäß Regelwerk. Der Verkehrsdisponent prüft den Antrag, insbesondere unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf den weiteren Zuglauf, und holt die Genehmigung der zentralen Verkehrsleitung in Frankfurt ein. Doch selbst wenn alle beteiligten Stellen des EVU dem Zusatzhalt zustimmen, bedeutet das noch nicht, dass dieser auch stattfindet. Denn nun kommt das betriebsleitende Eisenbahninfrastrukturunternehmen, kurz EIU, ins Spiel. Hier die DB Netz AG in Form der Betriebszentrale Nord in Hannover. Das EVU beantragt den Zusatzhalt mit Angabe des Bahnhofs, der Zugnummer und der Zuglänge beim Bereichsdisponenten des Netzes. Dieser prüft den Antrag auf Trassenverträglichkeit. Welche Auswirkungen hat die zu erwartende Zusatzverspätung auf den Zug selbst und vor allem auf weitere Züge, eventuell auch solche anderer EVU? Wenn beispielsweise ein schneller Zug in kurzem Abstand folgt und ausgebremst würde, lehnt er den Antrag ab und Herr Böhmermann muss schlimmstenfalls bis Essen an Bord bleiben. Stimmen die Betriebszentrale und die übergeordnete Netzleitzentrale dem Halt zu, schlägt die Stunde des für den jeweiligen Bahnhof zuständigen Fahrdienstleiters im Stellwerk. Diesen verständigt der Bereichsdispo über den Zusatzhalt und teilt ihm die Länge des Zuges mit. Im Fall des Böhmermann IC 7 Wagen, also rund 185 Meter. Zu klären ist nämlich, ob der betreffende Bahnsteig so lang ist, dass alle Türen des Zuges daran Platz finden. Wenn ja, wunderbar. Wenn nicht, nennt der Fahrdienstleiter dem Bereichsdispo die Bahnsteignutzlänge. Der wiederum hält Rücksprache mit der Verkehrsleitung, die entscheidet: Wenn's nicht passt, dann verzichten wir. Oder wir halten trotzdem. Das EVU ist für die Reisendensicherung verantwortlich und muss sicherstellen, dass Herr Böhmermann nicht aus einem abseits des Bahnsteigs haltenden Wagen in den Schotter stürzt, sich den Fuß verknackst und medienwirksam vor Gericht zieht. Wenn das alles geregelt ist, gibt die Verkehrsleitung dem Zugpersonal positive Rückmeldung. Jep, ihr dürft halten. Zeitgleich bestätigt der Bereichsdispo dem Fahrdienstleiter: Jo, 2195 hält. Und der gute Jan Böhmermann wird in die Freiheit entlassen. Übrigens, DB Netz hat den Letztentscheid. Das EVU muss eine Ablehnung akzeptieren. Natürlich kann die Verkehrsleitung dem Lokführer sagen: Das Netz hat zwar abgelehnt, aber halt trotzdem mal. Oder Zug und Lokführer pfeifen von Anfang an auf den beschriebenen Prozess, halten eigenmächtig und sind stolz darauf, ganz unbürokratisch und ohne Beteiligung der Obrigkeit gehandelt zu haben. Dann steht der Zug plötzlich am Bahnsteig in Lauenbrück, ein nachfolgender IC parkt vor dem Einfahrsignal und niemand weiß warum. Umgekehrt darf DB Netz ein EVU nicht zu einem Zusatzhalt zwingen. Theoretisch kann der Fahrdienstleiter einen Zug problemlos stoppen,
Allerdings sollte er sich darüber im Klaren sein, dass es dem Gesamtsystem Eisenbahn wenig dienlich ist, wenn jeder Mitarbeiter macht, was er will. All das eben Gesagte gilt natürlich nicht, sofern betriebliche Gründe es erfordern. Wenn ein Zug aufgrund eines Lokschadens mit letzter Kraft in den Bahnhof rollt oder es sowieso nicht weitergeht, weil die Polizei eine Person in Gleisnähe gemeldet und die Streckensperrung angeordnet hat, dann wird niemand fragen, ob der Bahnsteig lang genug ist und der Zug dort halten darf. Das ist dann alternativlos. Jetzt mag manch einer sagen, Himmel, wie aufwendig. Das klingt ja ganz nach der Behördenbahn, die es schon seit 25 Jahren nicht mehr gibt. Bis die das alles geregelt haben, ist der Zug doch längst über alle Berge. Und ich setze noch einen drauf. Das Prozedere ist heutzutage sogar noch aufwendiger als zu Staatsbahnzeiten. Bei Bundes- und Reichsbahn existierte nämlich gar keine Unterteilung in EVU und EIU. Diese wurde erst durch den im Rahmen der Bahnreform realisierten freien Netzzugang erforderlich. Zuvor gab es allmächtige Betriebsleitungen, die sämtliche Fäden in der Hand hatten und zusätzliche Halte eigenverantwortlich organisieren konnten. Durch die Trennung in EVU und EIU sind Schnittstellen entstanden, die früher unvorstellbar waren. Noch ausgeprägter als bei Zusatzhalten tritt das übrigens bei der Sicherstellung von Anschlüssen zutage. Wenn sich zunächst zwei oder mehr EVU über das Abwarten verspäteter Zubringerzüge einigen und schließlich noch die Zustimmung des Netzes einholen müssen. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Meine Damen und Herren, Sie wissen nun, wie es läuft, falls Sie mal in einem Zug landen, der nicht dort halten soll, wo Sie aussteigen möchten. Gehen Sie davon aus, in der Mehrzahl der Fälle nicht so glimpflich davonzukommen wie Herr Böhmermann. Also Augen auf und zwar schon vor dem Einsteigen. Dann haben Sie gute Chancen, Ihr Ziel zu erreichen.